Hallo, mein Name ist Kerstin. In diesem Video lernst du, warum wir Farben sehen können und wie die Reizverarbeitung in der Netzhaut abläuft. Dazu solltest du bereits wissen, wie die Netzhaut aufgebaut ist und wie die unterschiedlichen Zellen miteinander verschaltet sind. Zudem solltest du die Begriffe Absorption und Absorptionsmaximum kennen. Ich werde dir zwei Theorien zum Farbsehen aus dem 19. Jahrhundert vorstellen. Außerdem lernst du die verschiedenen Zapfentypen kennen, die für das Farbsehen verantwortlich sind. Am Ende werde ich dir erklären, wann wir keine Farben sehen und warum nachts sprichwörtlich alle Katzen grau sind. Los geht's! Bereits Isaac Newton machte sich 1703 Gedanken über Farben und Farbsehen. Er kam zu der Erkenntnis, dass Farbe keine physikalische Eigenschaft von Licht ist. Unterschiedlich farbiges Licht unterscheidet sich in seiner Brechbarkeit. Die Farbe entsteht aber erst bei der Verarbeitung des Lichtreizes im Gehirn. Hermann von Helmholtz stellte 1850 die Theorie auf, dass drei farbige Lichtquellen genügen, um alle übrigen Farben durch. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com